Moin moin zusammen zu einem kleinen kurzen Infovideo. Und zwar geht es diesmal nur, das reiße ich wieder ab, das ist nur so ein Testaufbau, um die Sache mit den Weichen und den Pfeilen, wenn man die manuell stellt. Das System, was sich CoffeeStain da ausgedacht hat, ist jetzt nicht das Beste, ist aber eigentlich logisch, wenn man weiß wie. Ja, leider gerät es ganz schnell an seine Grenzen, wenn man jetzt solche irren Abzweigungen macht, wie zum Beispiel einmal zu Lauf und dann irgendwie, was weiß ich, wie so ein Fächer 17 Abgänge, dann funktioniert das mit dieser Anzeige nicht mehr, wenn man manuell fahren will. Man muss sie aussteigen und die Weiche stellen, wenn sie dann falsch ist. Ja, und man sie umstellen muss. Ob sie falsch ist und man sie umstellen muss, sieht man schon aus der Ferne. Und wie ist das? Weil viele Leute scheint das ein Rätsel zu sein, ja. Ich erkläre euch das mal. Also, wir gucken jetzt von da hier drauf. Dieser Pfeil oder diese Weiche ist so gestellt. Was meint ihr wohl, in welche Richtung der Zug fährt, wenn ich jetzt hier geradeaus fahre? Hab's eben schon gesagt. Geradeaus. Ja, also wenn ich losfahre, der Zug fährt geradeaus. Warum fährt er geradeaus? Zeige ich euch jetzt auch gleich. Ich zeige das mal. Ja, es ist eindeutig zu sehen, warum der geradeaus fährt und woran man das eigentlich erkennt, wenn man es mal gesagt bekommt. Da. Ja, fährt geradeaus. Wenn man es mal gesagt bekommt, dann ist das easy. Ich zeige euch das. Ihr erkennt das an dem Pfeil, warum der jetzt geradeaus fährt. Und zwar, dieser Pfeil zeigt nach oben rechts. Ah Gott, Speicherfreeze. Da es hier kein rechtes Gleis gibt, fährt er also auf das rechts nächstgelegene, also was da überhaupt rechts, also geradeaus. Wenn ich den Pfeil jetzt, wenn ich die Weiche jetzt umstelle, zeigt der Pfeil nach oben links. Dann wird der Zug nach links abbiegen. Gut, das brauche ich euch nicht groß zu zeigen. Hier. Ja, ist ja nicht da. Bin ja eben gerade ausgefahren. So, zack. Da. Nach links fährt er. Ja. Ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst darauf achten, wohin der Pfeil zeigt, der nach oben zeigt. Also jetzt bei diesen Dingern da. Die Leute denken immer, das ganze Teil ist nach rechts gekippt. Ja, so, also fährt er auch jetzt rechts oder halt in diesem Fall geradeaus. Das stimmt nicht. Ja, stimmt nicht. Er fährt dorthin, wo dieser Pfeil nach oben zeigt. Wenn wir jetzt aber sowas hier fabrizieren. Ja. Wo fährt er denn hin? Nach links. Klar. Ja. So, und jetzt seht ihr. Nochmal, nach CoffeeStain-Art müsste man eigentlich sagen, wenn ihr den Pfeil nicht seht, so wie jetzt, wo fährt er hin? Ja. Er fährt nach rechts. Langsam. So, also ganz rechts. Ihr seht diesen Pfeil halt nicht, ne? Da kommt man jetzt an die Grenzen des Systems. Ich meine, das ist ja nun... Jetzt könnte man sagen, okay, sehe ich keinen Pfeil, fährt er nach rechts. Ja. Wenn ich jetzt einen See hier, also fährt er nach geradeaus. Ja, also er muss erstmal aus der Ferne sehen, wie viele Abzweigungen hat denn das Ding? Ah, drei. Das heißt, wenn die Weiche so gestellt ist, fährt er in die Mitte. Also geradeaus, ich kann es euch nochmal zeigen. Und da ist nämlich das System von CoffeeStain dann irgendwie, naja, ob das so sein soll, seht ihr hier geradeaus. Das ist dann der wirklich verwirrende Part. Man muss also schon aus der Ferne sehen, wie viel Abzweigung hat das Ding. Ja, um überhaupt zu merken, ist die Weiche jetzt richtig gestellt oder nicht. Ich hoffe, ihr versteht das in diesem Beispiel. Mitte, links, ganz rechts. Mitte, links, rechts. Wenn da jetzt noch so ein Ding dazu kommt. Ja, es gibt ja sowas da. Man kann nämlich hier auch noch ein Gleis reinquetschen. Ja, dann ist ganz vorbei. Ja, dürfte halt nicht machen. Also ob das auch mal geändert werden soll, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, mit Lampen? Aber wie soll das mit den Lampen sein, wenn da wieder so durchgeknallte Konstruktionen sind mit so 10 Fächern oder sowas, ein Zulauf und 10 Abgänge? Wie viele Lampen sollen denn hier sein? Dann ist dann wirklich Ende Gelände mit der Anzeige, wie rum der Zug fährt, beziehungsweise wohin er abbiegt. Ja. Dann kann man sowas nicht benutzen. Ne? Muss man das irgendwie anders benutzen oder halt mit einer sogenannten Signalbrücke vielleicht. Das heißt, dass auf solchen Dingern hier so eine Brücke ist mit jede Menge Signalen und das Ding, was grün anzeigt, da fährt er dann hin. Aber ich meine, erstens ist das unpraktikabel. Zweitens sind wir hier nicht in einer Zugsimulation, sondern in einer Fabrikbausimulation.
Und wenn dann jemand solche Weichen bauen will, wo hier so 2 Trilliarden Abgänge sind und ein Gleis dazukommt, dann ist das halt so, muss er damit leben, dass er nicht weiß, wie diese Weiche gestellt ist, wenn er sie manuell stellt. Ja. Weiß dann auch nicht, wie man sowas machen will, wenn die Leute immer sagen, wie Factorio ja mit der A- und D-Tasten kann man ja dann auswählen. Ich meine, in diesem Fall wäre jetzt A und D ganz gut, da lang oder keine Taste drücken, sondern nur vorwärts, Mitte, das wäre ganz in Ordnung, macht's aber nicht, ne? Muss aussteigen, muss die Weiche stellen. Ja. Also bei 3 Abgängen und einem Zugang funktioniert das noch, ne? Hier noch einmal, das ist Mitte, das ist links von hier aus gesehen, das ist ganz rechts. Wenn er jetzt von da kommt, ist das ja vollkommen Schiete, ne? Was das Ding anzeigt, es geht hier nur da lang. Ja, die ist ja dann für euch irrelevant, diese Weiche hier, diese Weichenstellung. Alles klar, also, drauf achten, wo dieser Pfeil hin zeigt, ne? Wisst ihr Bescheid. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.